das Tomatenmärchen von Hans und Greta. Es war einmal ein Geschwisterpaar, das von ihren Eltern im Wald ausgesetzt worden ist. Schon bald verliefen sie sich. An einer Lichtung wuchs eine Tomatenpflanze mit leuchtend orangen Früchten. Sie naschten die Tomaten und nahmen einige von ihnen als Wegzehrung mit. Langsam wurde es dunkel. Sie sahen in der Dämmerung ein Licht. Da ist ein Licht. Es gehörte zu einer Niedrigenergie-Waldvilla mit Wänden und Dach aus Brot und Kuchen. Sie brachen sich ein Stück ab und probierten es. Da ertönte von innen eine Stimme. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten. Wir, aber es schmeckt nicht lecker. Irgendwie trocken und fade. Aus der Tür kam eine wunderschöne Hexe und jammerte. Ich habe schon alle Rezepte ausprobiert, aber keines ist irgendwie lecker. Die Kinder gaben ihr eine von den Tomaten, die sie im Wald gepflückt hatten. Diese schmeckte der schönen Hexe so gut, dass sie fortan die Tomaten in einer kleinen Orangerie neben der Waldvilla biologisch anbaute. Die Kinder durften selbstverständlich von nun an bei der schönen Hexe wohnen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die Tomate Märchengold ist eine fantastische Pasta-Tomate. Die Pflanze wird nur mittelgroß und es wird wenig ausgegeizt. Sie ist zarter am Wuchs und benötigt einige Stäbe. Dafür hat sie einen sehr guten Ertrag. Gerade sehr spät in der Saison wirst du noch mit unglaublich viel Tomaten überschüttet. Die Früchte haben einen exotisch frischen Geschmack und sind daher nicht nur für Pasta geeignet, sondern auch zum Frischverzehr. Interessant ist hier, dass sie eine Resistenz gegen Blütenendfäule entwickelt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Team vom Kleverhof.